Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über den regionalen Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt-Main, Regionallastenausgleichsgesetz, Drucksache 19-5223. Und ich erteile dem Staatsminister Al-Wazir zur Einbringung das Wort. Bitte sehr. Jetzt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bringe hiermit für die Landesregierung das Gesetz über den regionalen Lastenausgleich Flughafen Frankfurt-Main in den Hessischen Landtag ein und möchte auch begründen, warum die Landesregierung diesen Gesetzentwurf beschlossen hat. Der Flughafen Frankfurt ist, das ist unbestritten, einer der größten und bedeutendsten Verkehrsflughäfen Europas. Er hat als Standortfaktor eine wirtschaftliche und infrastrukturpolitische Bedeutung, die natürlich weit über das Rhein-Main-Gebiet hinausreicht. Allerdings, wir kennen das, von ihm gehen auch erhebliche Belastungen für Mensch und Umwelt aus und damit auch für seine Umgebung. Und insbesondere für die stark von Fluglärm betroffenen Kommunen geht es darum, die besonderen Herausforderungen, die sich aus dieser negativen Belastung ergeben, abzumildern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, und die Landesregierung setzt diesen hiermit um, dass für besonders von Fluglärm betroffene Kommunen auch nach dem Auslaufen der Leistungen des bisherigen Regionalfonds zur nachhaltigen Kommunalentwicklung ein solcher Ausgleich erfolgen soll. Wir wollen diese Kommunen auch weiterhin unterstützen, und dazu dient dieser Gesetzentwurf. Wir haben diesen Gesetzentwurf nicht ohne Grund ganz ausdrücklich auch mit der Überschrift Lastenausgleich versehen. Es ist ein sogenannter Lastenausgleich für besonders vom Fluglärm betroffene Kommunen, die diese Mittel zur nachhaltigen Kommunalentwicklung erhalten sollen. Ich will ausdrücklich sagen, wir lassen den Kommunen viel Beinfreiheit, wie genau sie das Geld einsetzen möchten. Die Voraussetzung ist lediglich, dass es zur Abmilderung von Fluglärmfolgen oder zur Verbesserung der Lebensqualität in der Kommune eingesetzt wird. Das war auch der Wunsch der Kommunen im Forum Flughafen und Region, diese Beinfreiheit zu bekommen. Deswegen will ich das einmal übersetzen. Im Klartext heißt das, Haushaltslöcher stopfen. Damit geht natürlich nicht. Mehr Kinder- und Jugendbetreuung, mehr Natur- und Umweltschutz oder bessere Schalldämmung für Gemeindeeinrichtungen gehen, um nur einige Beispiele zu nennen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will Ihnen auch sagen, woher das Geld kommen soll. Auf Initiative der Koalitionsfraktionen wurde bereits 2015 eine Rücklage für den Lastenausgleich Flughafen gebildet, die jährlich mit Mitteln aus den Dividendeneinnahmen der Fraport AG gespeist wird. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kommunen von 2017 bis 2021 jährlich insgesamt 4,5 Millionen € erhalten sollen, insgesamt also 22,5 Millionen € für die nächsten 5 Jahre, wenn ich das einmal so sagen darf, ohne dass das Land Hessen dazu verpflichtet wäre. Aber wir sehen es als unsere Aufgabe an, als diejenigen, die auch Anteile an diesem Flughafen haben, an diesem Punkt auch dieses Geld den vom Fluglärm betroffenen Kommunen zur Verfügung zu stellen. Danach wird man sich anschauen, wie dieser Lastenausgleich in diesen 5 Jahren gewirkt hat. Der nächste Landtag entscheidet dann auf dieser Basis über eine Fortführung. Ich will ausdrücklich sagen, bei dieser Evaluation kann dann auch geprüft werden, ob Anpassungen bei der Aufteilung notwendig sind. Ich will noch einmal sagen, wir wollen, dass die Kommunen eine weitgehende Eigenständigkeit in der Mittelverwendung ermöglichen. Wir wollen, dass gewährleistet ist, dass die jährlich bereitgestellten Mittel ohne großen Verwaltungsaufwand verwendet werden können, und natürlich trotzdem Transparenz.
Ich will mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken beim Forum Flughafen und Region und ganz besonders bei Herrn Landrat Quilling, der genauso wie der Geschäftsführer des Umwelt- und Nachbarschaftshauses die Kommunen zusammengebracht hat, weil es ist auch die Verteilung der Mittel nicht etwas, was die Landesregierung sich ausgedacht hat, sondern es ist auf Grundlage von Lärmdaten, von Betroffenheiten von den Kommunen selbst vorgeschlagen worden im Rahmen des Forums Flughafen und Region. Und wir haben uns eins zu eins daran gehalten. Und, wenn ich das einmal so sagen darf, es gab auch ein wenig Diskussion, ob das Land Hessen einen Betrag, auch wenn er vergleichsweise klein ist, auch an die Stadt Mainz zahlen soll, die ja bekanntlicherweise auf der anderen Seite des Rheins liegt. Aber es war auch dieses ein Wunsch des Forums Flughafen und Region und der dort betroffenen Kommunen, dem wir uns angeschlossen haben, weil der Fluglärm nicht an der Landesgrenze Halt macht. Ich hoffe, dass das auf Zustimmung auch des Landtages trifft, an dieser Stelle Geld quasi aus dem hessischen Landeshaushalt, was übrigens rechtlich gar nicht so einfach ist, an eine Stadt außerhalb Hessens zu bezahlen. Natürlich kann man immer aus der Sicht der betroffenen Kommune heraus der Auffassung sein, dass man selbst zu wenig hat. Aber auch da bin ich gespannt auf die Anhörung, die wir ja sicherlich zu diesem Gesetz haben werden, und die Frage, wer denn andere Kriterien vorschlägt. Es ist völlig klar, das Ausmaß der Lärmbelastung ist je nach Kommune sehr unterschiedlich. Das ist in den Kriterien zur Verteilung berücksichtigt. Und einen letzten Punkt will ich Ihnen ansprechen. Es gibt natürlich auch eine Kommune, die lärmbelastet ist, aber die keine Empfängerin ist in diesem Gesetz. Das ist die Stadt Frankfurt. Das ist relativ einfach. Wir haben diejenigen Gemeinden uns betrachtet, die die negativen Folgen des Flughafens spüren, ohne die direkten positiven Folgen zu haben. Die Stadt Frankfurt hat jährliche Dividendeneinnahmen. Die Stadt Frankfurt hat jährliche direkte Gewerbesteuereinnahmen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht auch gerechtfertigt, dass die Stadt Frankfurt erstens auf ihrem Gebiet selbst aktiv wird. Ich füge hinzu, ich würde es sogar begrüßen, wenn die Stadt Frankfurt im Sinne eines regionalen Gedankens bereit wäre, Teile ihrer Dividendeneinnahmen ebenfalls in einen solchen Topf einzuzahlen, weil der direkte Nutzen in Anführungszeichen in Sachen Gewerbesteuer und in Sachen Dividende liegt bei der Stadt Frankfurt. Bei den Kommunen drumherum sieht das anders aus. Also an dieser Stelle würde ich es begrüßen. Ich gebe ehrlicherweise zu, ich glaube nicht daran, dass die Stadt Frankfurt es tut. Ich wollte es aber an dieser Stelle ausdrücklich einmal erwähnt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, zusammengefasst, ich habe den Zwischenruf gehört, Herr Kollege Weiß. Der Herr Boddenberg hat das auch in interner Runde und sogar schon im Landtag gesagt, dass er das eigentlich auch so findet. Da sehen Sie mal, was an dieser Stelle Verantwortungsethik bedeutet. Da können Sie sich eine Scheibe davon abschneiden, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, zusammengefasst, wir setzen genau das um, was wir den Kommunen zugesagt haben. Wir setzen genau das um, was wir in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben haben. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Gesetzentwurf auf breite Zustimmung stößt. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Staatsminister Al-Wazir, für die Einbringung. Und als Frankfurter Präsident musste ich dann, ja, das gerade hören. Ich öffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Als Erstes hat sich Herr Lenders für die FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es hat ja dieser Gesetzentwurf durchaus auch eine Vorgeschichte. Das sind die Empfehlungen aus dem Mediationsverfahren für den Ausbau des Frankfurter Flughafens und auch ein Landtagsbeschluss vom 12. Dezember 2007 zur Fortsetzung des Prozesses zum Interessensausgleich zwischen Luftverkehrswirtschaft und dem Umland des Flughafens Frankfurt-Main. Zu den
hier beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen. Da gehört die Fortsetzung des Dialogs zwischen Luftverkehrswirtschaft, Landesregierung und Region im Jahr 2008, das gegründete Forum Flughafen und Region, die Einrichtung des Umwelthauses, meine Damen und Herren, die Einsetzung des FFR, Expertengremiums aktiver Schallschutz, das bereits vor Eröffnung der neuen Bahn ein erstes Maßnahmenpaket mit konkreten einvernehmlichen Maßnahmen zur Fluglärmentlastung erarbeitet hat, die Einführung eines Fluglärmmonitorings, das durch das Umwelt- und Nachbarschaftshaus begleitet wurde, darauf aufbauend die Allianz für Lärmschutz 2012. Das war Anlass war die Inbetriebnahme der Nordwestlandebahn. Meine Damen und Herren, ich will die Maßnahmen der Allianz gar nicht alle im Einzelnen aufführen. Das CASA-Programm, freiwillige Entschädigungsprogramme für Immobilien, insbesondere für die vom Ausbau höchst betroffener Anwohnerinnen und Anwohner, die besonders durch Fluglärm belastet waren. Meine Damen und Herren, Gesamtvolumen des Pakets passiver Schallschutz beliefen sich auf rund 335 Millionen €. All das ist zum einen in private Haushalte geflossen, aber auch in öffentliche Einrichtungen. Das nun vorgelegte Gesetz sieht hier an und setzt hier an, genau an dieser Stelle, all die Maßnahmen, die ja in den vergangenen Jahren ja auch schon gemacht worden sind. Und es ist aus meiner Sicht erst einmal die Fortsetzung der Allianz für Lärmschutz aus dem Jahre 2012. Und dort haben durchaus andere Minister Verantwortung getragen. Das ist mir dann durchaus auch bewusst. Allerdings stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, ein solches Gesetz mit, also ich finde, sehr starren Zuteilungsregelungen für die Kommunen zu machen. Sie haben es jetzt schon gesagt, das sind Regelungen, die die Kommunen selbst gemacht haben. Das wäre eine Frage auch von mir gewesen. Wie lange soll so ein Prozess dauern, bis man mal kommt, ist das jetzt der richtige Schlüssel? Sie sprachen selber schon von der Beinfreiheit, Herr Staatsminister. Also, ich glaube, mir wäre das lieber, wir würden das nicht in ein Gesetz formulieren, wobei dann durchaus der Gesetzgeber eine klarere Verpflichtung eingeht. Es ist nie in Frage gestellt worden in diesem Haus. Es war in jedem Haushalt auch drin. Ich sehe den Anlass nicht unbedingt dafür, dass es irgendeiner jemals jetzt hier in Frage gestellt hat. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wir gehen da ganz objektiv und auch offen in so eine Anhörung rein. Ob das Gesetz jetzt wirklich der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Meine Damen und Herren, dass die Stadt Mainz jetzt auch Nutznießer ist mit 45.000 €. Okay. Ich habe sehr viel Sympathie für die Mainzer und frage mich allerdings, ob denn das jetzt nur die Mainzer sind oder aus Niederolm und Oberolm und wo die alle herkommen. Ich meine, die sind dann auch von Fluglärm betroffen. Warum hat man sich denn nur an die Landeshauptstadt gewendet? Da muss man sicherlich noch einmal drüber nachdenken, wobei ich mir auch dieser Diskussion gar nicht entziehen will, ob die Stadt Mainz mit 45.000 € wirklich aktiv im Lärmschutz was dazu beitragen kann. Da kann man mal ein Fragezeichen hintermachen. Wenn es der Befriedigung der gesamten Region dient, soll, Sie werden es bestimmt rechtlich irgendwie umgesetzt kriegen, aber da bin ich mal gespannt, wie da die Diskussion ausgeht in der Anhörung. Soweit von mir aus erstmal vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Kasseckert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es vergeht eigentlich kein Plenum, in dem wir nicht über den Frankfurter Flughafen reden. In diesem Fall hier über das regionale Lastenausgleichsgesetz. Das ist für die Kommunen, für die betroffenen Kommunen, wie ich meine, ein ausgesprochen positives Thema. Das zeigt auch die Bandbreite, wenn wir über den Flughafen reden. Minister Al-Wazir hat es angesprochen, er gehört zu den bedeutendsten Flughäfen hier in Europa oder sogar weltweit. Er ist Standortfaktor hier für Hessen, für Wirtschaft und für Arbeit.
Rund 81.000 Menschen arbeiten an diesem Flughafen, um den Flughafen Frankfurt-Rhein-Main. Und dazu zählt aber auf der anderen Seite auch, dass wir, wenn wir den Flughafen betreiben, den Menschen im Umfeld des Flughafens eine Menge an Belastungen auch zumuten. Und deshalb hat sich diese Landesregierung nicht erst im Jahr 2012, auch davor schon, aber ganz besonders im Jahr 2012 mit der damals von Ministerpräsident Bouffier einberufenen Allianz für den Lärmschutz in der damaligen Zusammensetzung der Landesregierung verpflichtet, den Kommunen einen Ausgleich zu schaffen. In drei Säulen seinerzeit aufgebaut, aktive Schallschutzmaßnahmen, Förderung von Schulen und Kitas und eben diese letzte und dritte Säule, die nachhaltige kommunale Entwicklung. Diese ist ausgelaufen zum Ende des Jahres 2016 und deshalb ist es ein Stück Verantwortung und Kontinuität, dass die Landesregierung hier heute unter Beweis stellt, zu sagen, wir wollen diesen fortsetzen. Das hat auch nie jemand wirklich in Frage gestellt. Gleichwohl ist es Gegenstand unserer Koalitionsvereinbarung und mit dem hier vorgelegten Gesetz dann letzten Endes auch verwirklicht. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen in der Tat den Kommunen Möglichkeiten geben, der Minister hat den Begriff Beinfreiheit genannt, Möglichkeiten geben, etwas aus der Belastung, die sie in ihrer Kommune für ihr Gemeinwohl in Kauf nehmen müssen, an die Bürger zurückzugeben. Und es soll nicht unter starren Bedingungen, die wir hier in Wiesbaden formulieren, geschehen, sondern es soll den Kommunen die Möglichkeit der unterschiedlichen Ausgestaltung geben, egal ob es für Kindergärten, ob es für Jugendarbeit ist, ob es für gemeindliche Einrichtungen sind. All das müssen die Kommunen selbst entscheiden. Und deshalb glaube ich, an dieser Stelle auch deutlich machen zu können, dass das Forum Flughafen, das den Verteilungsschlüssel hier erarbeitet hat, das in den vergangenen Jahren beratend und auch als sozusagen Sachwalter für die Kommunen Schnittstelle zur Landesregierung zum Flughafen war, wie ich meine, eine hervorragende Grundlage geschaffen hat, sodass dieser Regionalfonds, wie er seinerzeit jetzt in das regionale Lastenausgleichsgesetz übergehen wird, eine gute Sache für Flughafen, aber auch für die Region ist. Die Landesregierung hält damit Wort. Wir haben es gehört, es wird finanziert natürlich aus den Erträgen des Flughafens. Damit erklärt sich auch, dass Frankfurt selbst nicht unmittelbar Nutznießer dieses Fonds sein kann. Frankfurt selbst als Anteilseigner des Flughafens hat über die Dividende und auch die Gewerbesteuer natürlich den allergrößten Nutzen, aber auch mit die größte Belastung durch diesen Flughafen. Es geht hier um die Kommunen im weiteren Umfeld. Herr Lenders hat die Situation mit Mainz angesprochen. Ich glaube, es ist in einer Größenordnung, wo wir nicht darüber reden müssen, ob die 45.000 € jetzt tatsächlich der Weisheit letzter Schluss sind. Aber es ist ein Zeichen, dass die Kommunen sich als Gemeinsamkeit oder als Gemeinschaft verstanden wissen, im Forum Flughafen mitarbeiten und dass das dann auch über die Landesgrenze hinaus ein Stück Solidarität gegenüber den Damen und Herren Bürgern auf der anderen Rheinseite ist. Trotzdem will ich an der Stelle sagen, dieses regionale Lastenausgleichsgesetz ist nur ein Baustein dessen, was wir im Zusammenhang mit Lärmschutz über den Frankfurter Flughafen verstehen. Wir haben weitere Maßnahmen, kontinuierliche Verbesserungen, die vorangetrieben werden müssen, aktiver Schallschutz eben an der Quelle zu verringern, an den Fluggeräten zu verringern, die Anflugverfahren zu verbessern mit der Einführung der GBAS-Technik, die auf allen drei Bahnen inzwischen möglich ist, oder letzten Endes auch das Thema Lärmobergrenze, das wir aktiv diskutieren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es in den nächsten Wochen mit den Beteiligten auch zum Abschluss bringen. Insofern ist das, was hier vorliegt, ein Stück fortgesetzte Verantwortung. Das Land Hessen hält Wort gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und dort, wo die Belastungen ankommen, sollten Hilfen auch ankommen. Das sichert dieses Gesetz für die nächsten fünf Jahre. Und deshalb werden wir sicher eine positive Anhörung auch erfahren. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Weiß zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Knapp neun Monate ist es her, dass das Regionalfondsgesetz ausgelaufen ist. Jetzt kommt endlich eine Nachfolgeregelung auf den Tisch, ein Dreivierteljahr nach Auslaufen des Vorgängergesetzes. Herr Minister Al-Wazir, manchmal frage ich mich, was Sie eigentlich morgens arbeiten, während ich mich im Bett noch einmal umdrehe.
Meine Damen und Herren, ich überlege gerade, ob ich das jetzt nicht rügen muss, weil die umgekehrte. Sie haben das Wort, Herr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fluglärmkommission hat mehrfach Nachfolgeregelungen für das Regionalfondsgesetz angemahnt. Das Jahr 2017, in dem wir uns jetzt befinden, das soll ja auch schon von diesem Gesetz, das jetzt eingebracht wird, umfasst sein. Dabei haben wir bald schon Oktober. Alleine das ist schon ein Zeichen dafür, dass dieses Gesetz eigentlich viel zu spät eingebracht wird. Wir werden uns im Verfahren, im Gesetzgebungsverfahren und auch in der Anhörung auch über die Höhe der Förderung unterhalten müssen. Wir haben es eben gehört, 4,5 Millionen € pro Jahr aus der Dividende der Fraport. Für dieses Jahr gibt es eine Fraport-Dividende an das Land von 43,5 Millionen €. Das heißt, dass das Geld, das weitergeleitet wird aus der Fraport-Dividende über dieses Regionallastenausgleichsgesetz, gerade einmal 10% der Einnahmen der Dividende sind. Ich finde, das ist kein Grund, sich auf die Schultern zu klopfen. Und ich finde, man muss sich in der Anhörung genau anschauen, ob das denn tatsächlich ausreichend ist oder ob das nicht viel zu wenig ist angesichts des Ausmaßes der Dividende in diesem Jahr. Aus Offenbach kommt diesbezüglich auch schon Kritik. Dies sei angesichts der Dividende nur eine homöopathische Dosis. Wir werden dieser Kritik nachgehen, und zwar allein schon aus dem Grund, weil wir am Sonntag gesehen haben bei der Oberbürgermeisterwahl, dass es in Frankfurt sehr viele kluge Menschen gibt. In Offenbach. In Frankfurt auch. Aber in Offenbach, in Frankfurt werden wir es dann im nächsten Jahr sehen. In Offenbach haben wir am Sonntag gesehen, dass es da viele kluge Menschen gibt. Wir werden die Kommunen befragen. Auch bei der regierungsinternen Anhörung, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind die ganzen 21 Kommunen nicht einzeln befragt worden, sondern nur über Fluglärmkommission, Forum Flughafen und Region, was zu begrüßen ist, Herr Minister. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass man auch die einzelnen Empfängerkommunen noch einmal anhört und nachfragt, reicht denn das Geld aus, was ihr da jeweils bekommt? Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Maßnahmen der letzten Jahre. Das heißt, habt ihr vor Ort überhaupt genug Maßnahmen, die ihr umsetzen könnt, im passiven Lärmschutz, aber auch was die Verbesserung der Lebensqualität angeht? Man muss sich dann auch die Frage stellen, gibt es Möglichkeiten nach dem Gesetz, dass auch private Träger gefördert werden können mit diesem Geld? Wenn vielleicht die Stadt oder die Kommune etwas nicht fördern kann, kann es dann ein privater Träger machen. Das sieht aus meiner Sicht im Moment so aus, als wenn das nicht geht. Ich finde, das ist sicherlich ein Punkt, den man noch einbringen sollte. Und das werden wir uns genau anschauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen einen Ausgleich, was die Lasten angeht. Wenn die anliegenden Kommunen, Städte und Gemeinden, die Menschen, die da wohnen, schon unter den Belastungen des Fluglärms leiden, dann sollen sie auch partizipieren an dem Wohlstand, der durch den Flughafen generiert wird. Das ist auch keine neue Idee des grünen Ministers oder dieses Gesetzes, sondern die Forderung dieses Lastenausgleichs ist schon Jahre alt, nicht zuletzt auch schon in der Mediation angesprochen worden. Deswegen ist es richtig, dass das Land sich darüber beteiligt und auch Zahlungen leistet. Ich stimme dem Minister auch zu, was Frankfurt angeht. Ich bin auch der Meinung, dass Frankfurt sich mit ihrer Dividende, die ja ebenfalls allein für dieses Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag liegt, da deutlich mehr engagieren könnte. Ich bin auch gespannt, was heute Abend Frau Weiland dazu sagt. Herr Minister, ich werde mir dann auch genau anschauen, was in den nächsten Tagen und Wochen Frau Eskandari-Grünberg dazu sagt und ob sie ihrer Forderung nachkommt. Zum Schluss. Auch dieses Gesetz ist wieder einmal befristet. Auch vor diesem Gesetz hat dieser Befristungswahn dieser Landesregierung keinen Halt gemacht. Aber hier macht es besonders keinen Sinn. In fünf Jahren gibt es auch noch Fluglärm. Auch über 2021 hinaus gibt es noch Fluglärm. Von daher macht es keinen Sinn, wenn die Belastungen über fünf Jahre hinausgehen, das Gesetz, das die Belastungen mindern soll bzw. die Lasten verteilen soll, auf fünf Jahre zu begrenzen. Die Fluglärmkommission hat das hier klar kritisiert, schon im Vorhinein einer Anhörung. Dieser Kritik schließen wir uns klar an. Wir sind gespannt, was die weiteren Anhörungen und Beratungen in diesem Bereich bringen. Vielen Dank.
Danke, Herr Weiß. Für die LINKEN erteile ich Frau Wissler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Natürlich ist es gut, wenn die am stärksten betroffenen Kommunen beim Schutz gegen den teilweise unerträglichen Fluglärm finanziell unterstützt werden. Das machte bisher der Teil nachhaltige Kommunalentwicklung im Regionalfonds, der Ende des Jahres ausläuft. Und diese Mittel wollen Sie in ähnlicher Höhe weiter an die am stärksten von Fluglärm betroffenen Kommunen ausschütten. Aber, und ich finde, das muss man schon deutlich sagen, dieses Geld stammt aus dem Landeshaushalt. Auch wenn immer gesagt wird, es stammt aus der Dividende, was dem Land Hessen zusteht, sind das Gelder, die das Land aus seinen Anteilen an der Fraport AG erhält. Und deshalb ist es auch Geld, was man auch für andere Dinge ausgeben könnte. Das heißt also, diese Finanzierung wieder aus dem Landeshaushalt heraus ist natürlich auch nichts anderes als unserer Meinung nach eine ungerechtfertigte Subventionierung des Luftverkehrs. Wir sind der Meinung, Fraport muss als Verursacher und Profiteur selber für den passiven Lärmschutz aufkommen und es aus ihren Mitteln bezahlen und nicht aus Mitteln, die dem Land Hessen zustehen und die man auch für andere Dinge verwenden könnte, meine Damen und Herren. Ich meine, überhaupt ist ja dieses Konstrukt Lärmschutz aus der Dividende so ein bisschen schräg, weil es ja so ein bisschen heißt, je mehr Gewinn für die Fraport, desto mehr Lärmschutz, ist ja so ein bisschen die Anlehnung. Aber das ist für Fraport natürlich eine sehr komfortable Regelung. Und wir sind der Meinung, dass das nicht aus dem Landeshaushalt gemacht werden müsste, sondern dass Fraport selber dafür aufkommen müsste. Der wegfallende Regionalfonds hat neben den Kommunen auch Schulen und private Hausbesitzer beim Lärmschutz unterstützt. Diese zwei Säulen fallen nun voraussichtlich weg. Wer also sein Wohnzimmer vor Fluglärm schützen will, hat künftig neben den bescheidenen Möglichkeiten des Bundesfluglärmgesetzes keine Möglichkeiten mehr, Förderung zu beantragen. Auch hier wäre ein Ersatz dringend erforderlich. Und außerdem ist das Gebiet, in dem die Förderung ausgeschüttet wird, viel zu klein bemessen, meine Damen und Herren. Die Zone ist deutlich kleiner als die Fluglärmschutzzone nach dem Fluglärmschutzgesetz. Und auch die sind schon äußerst knapp bemessen. Nur sehr wenige Kommunen erhalten überhaupt mehr als eine symbolische Summe. Und ich finde, wenn man sich das jetzt einmal anschaut, also die Liste liegt ja bei, wie viel jede Kommune bekommt, dann sind wir bei einer Stadt wie Hanau bei knapp 60.000 €. Bei Mainz sind es dann 45.000 €. Also ich meine, da kann man sich ja einmal ausrechnen, wie viele Lärmschutzfenster das ungefähr sind. Also von daher würde ich sagen, Lastenausgleich ist ein sehr großes Wort für relativ wenige Mittel, die natürlich nicht im geringsten die Lasten, die diese Kommunen haben, durch den Fluglärm ausgleichen, meine Damen und Herren. In diesem kleinen, also ohnehin schon zu kleinen Gebiet wird eben auch noch zu wenig Geld ausgeschüttet, um einen wirksamen Schallschutz leisten zu können. Die Mittel werden gegenüber dem auslaufenden Regionalfonds nicht wesentlich erhöht. Statt für einen sinnvollen passiven Schallschutz für ganze Gebäude reicht das Geld dabei wohl nur für ein paar neue Fenster. Und das Land muss eine realistische Kostenschätzung für Schallschutzmaßnahmen in öffentlichen und privaten Gebäuden erarbeiten, vorlegen und vor allem auch transparent diskutieren. Weil ich finde, in dem ganzen Verfahren mangelt es ja auch bei der Transparenz, wie es überhaupt zur Aufteilung auch der Mittel an die Kommunen kommt. Die Tabelle, die sich ja im Anhang an den Gesetzentwurf befindet, kommt so ein bisschen aus dem Nichts in den Landtag. Sie wurde nicht öffentlich beraten. Sie wurde irgendwie in den Gremien des Umwelt- und Nachbarschaftshauses ausgekaspert. Das halten wir für unzureichend. Und deswegen müssen wir auch in der Anhörung mal schauen, was die betroffenen Kommunen dazu sagen. Ich will aber noch einmal anmerken, dass der passive Schallschutz wirklich enge Grenzen hat. Und deswegen wir dabei bleiben, dass wir eine Stärkung des aktiven Schallschutzes brauchen. Und das bedeutet eben die Deckelung der Flugbewegungen, die Reduzierung von Flugbewegungen und ein achtstündiges Nachtflugverbot. Das brauchen wir und nicht alleine Maßnahmen zum passiven Schallschutz, meine Damen und Herren. Weil es ist gut und richtig, wenn Anwohnerinnen und Anwohner, die von Fluglärm wirklich betroffen sind, neue Fenster bekommen. Aber, meine Damen und Herren, die Menschen möchten sich auch im Freien aufhalten können. Und sie möchten auch ihre Gärten nutzen. Und sie möchten auch einmal auf dem Balkon sitzen. Und deswegen sind wir der Meinung,
dass man ansetzen muss an der Lärmquelle und nicht die Menschen quasi in ihren Gebäuden immer weiter alleine davor schützen kann, dass es nicht zu laut wird, sondern dass man ansetzen muss an der Lärmquelle. Das müsste heißen, dass es eben nicht einen immer weiteren Ausbau des Frankfurter Flughafens gibt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir endlich schauen, wie man Kurzstreckenflüge auf die Bahn verlagern kann, dass man Flugbewegungen reduziert, dass es ein 8-stündiges Nachflugverbot ist. Das ist es doch, woran wir ansetzen müssen, aktiver Lärmschutz, weil der passive Lärmschutz da sehr enge Grenzen hat. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn Kaufmann das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem Vortrag, den wir gerade gehört haben, möchte ich mich jetzt mal wieder der realen Welt zuwenden und nicht der Wunschwelt. In der realen Welt ist es so, dass diese Koalition, die ja bestimmte Rahmenbedingungen, was den Flughafen angeht, vorgefunden hat, zumindest was den grünen Teil angeht, eine wesentliche Verabredung getroffen hat, wie Sie alle wissen, die wir in der Koalitionsvereinbarung auch niedergeschrieben haben, nämlich uns darum zu kümmern, dass der Fluglärm möglichst gemindert wird und seine Folgen für die Bevölkerung gemindert werden. Dafür haben wir die Lärmpausen eingerichtet. Dafür haben wir auch die Gefahr der Wirbelschleppen in den Städten Raunheim und Flörsheim gebannt. Dafür haben wir die lärmabhängigen Start- und Landegebühren weiter gespreizt. Dafür hat das Ministerium eine Stabsstelle Fluglärmreduzierung geschaffen, die sehr erfolgreich arbeitet. Dafür haben wir als Land Hessen, als hessische Regierung auch Initiativen zur Novellierung des Luftverkehrsgesetzes sowie niedergelegte angesetzt und vorangetrieben. Dafür diskutieren wir zurzeit, es wurde bereits erwähnt vom Kollegen Kasseckert, das Thema Lärmobergrenzen. Ich gehe auch davon aus, dass wir da alsbald eine Lösung auch öffentlich präsentieren können. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, der uns heute interessiert. Dafür machen wir jetzt auch ein Regionallastenausgleichsgesetz als Fortsetzung, und dies als freundlicher Hinweis an den Kollegen Lenders, als Fortsetzung dessen, was im Regionalfondsgesetz steht. Insoweit Ihre Frage, warum man ein Gesetz bräuchte, haben Sie selber in Ihrer Regierungszeit beantwortet, indem Sie nämlich das Regionalfondsgesetz mit auf den Weg gebracht haben. Sie sehen also, für diese Leistungen ist eine Gesetzgebung notwendig. Und genau darüber reden wir heute, dass wir das tun wollen. Ich will jetzt gar nicht alles das, was über die Beschreibung des Gesetzes vom Minister bereits vorgetragen wurde, jetzt noch einmal wiederholen, sondern mich kurz meinen kritischen Vorrednern, in der Sache kritischen Vorrednern, zuwenden. Bei der Sozialdemokratie war es wie immer zwei Feststellungen. Das, was wir machen, ist erstens zu spät und zweitens zu wenig. Meine Damen und Herren, an diese Kritik sind wir schon gewöhnt. Das tropft sozusagen ab. Weil es wäre einmal etwas wirklich Neues, verehrter Kollege Weiß, wenn Sie nicht auf die Idee kämen, zu sagen, es ist zu spät und zu wenig, sondern es ist eigentlich ganz gut, was ihr da macht, vor allem, wo ja auch wesentliche sozialdemokratische Kommunalpolitiker, die in der Region gerade was Flughafen angeht, eine größere Rolle spielen, auch sehr dafür sind und sich dafür ausgesprochen haben. Zweiter Punkt. Was heißt, es kommt zu spät? Wir werden es in diesem Jahr, davon gehe ich aus, wahrscheinlich noch verabschieden. Für das Jahr 2017 sind die Mittel entsprechend vorgesehen, sodass es überhaupt für niemanden ein Verlust sein wird. Und zum Zweiten, auch der Kollegin Wissler möchte ich noch mitgeben, für uns ist auch Fraport mit für den Lärmschutz zuständig. Leider ist die Rechtslage die, dass das nicht in der Möglichkeit des Landes liegt, das zu bestimmen, sondern das liegt, wie Sie wissen, bei Bundesgesetzen. Da werden wir ja mal sehen, was wir da vielleicht absehbar noch hinbekommen. Und insoweit sind wir mit den Maßnahmen, die wir machen können, darauf erstens verwiesen, was man an freiwilligen Vereinbarungen mit der Luftverkehrswirtschaft hinkriegen kann,
Das finde ich, kann sich durchaus sehen lassen. Und das Zweite ist, was wir insbesondere sozusagen über die von uns eingenommenen Mittel dann steuern können im Hinblick auf Hilfen der Kommunen, die von Fluglärm stark belastet sind. Und noch ein Drittes. Es ist erstens, Frau Wissler, was Sie sagten, dass die Mittel der beiden anderen Säulen sozusagen auch ergänzt werden müssen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die keineswegs erschöpft sind, sondern dass dort die Nachfrage nicht so groß war. Und außerdem, was die Kommunen angeht, sie erstens aus den neuen Mitteln weiterhin in ihrem Bereich nach eigener Verantwortung tätig werden können und zweitens auch noch aus den bestehenden Programmen Vorgänge abgewickelt werden. Das geht alles nicht so schnell, vor allem wenn es sich um Baumaßnahmen an Schulen z.B. handelt. Das Programm ist insoweit noch in Abwicklung. Von daher, alles kann man noch umfangreicher machen. Nur man kann mit Forderungen, es mögen weniger Flugbewegungen werden, zwar so etwas Ähnliches wie Gesundbeterei betreiben, aber solange man nicht sagen kann, wie man das erreichen will, dafür gibt es keine Möglichkeiten der Landespolitik, das wissen Sie auch, sondern wir können nur dort, wo wir sozusagen Einfluss haben, versuchen, den zu nehmen. Das heißt, wir müssen auf der Bundesebene und teilweise auch auf der europäischen Ebene zu einer vernünftigen Regelung über Flugregelungen und gegebenenfalls auch Nachtflugverbote eintreten. Da kämpfen wir leider relativ alleingelassen als GRÜNE, auf europäischer Ebene ganz besonders, wie Sie wissen. Da wäre sicherlich mehr Unterstützung wünschenswert, denn es ist ja naheliegend, dass Flugverkehr auch nicht an Landesgrenzen, auch nicht an Staatsgrenzen Halt macht, so wenig wie der Fluglärm des Flughafens Frankfurt an der Landesgrenze, die in dem Fall durch den Rhein dargestellt wird, Halt macht. Ich finde es auf jeden Fall gut und bin deshalb durchaus auch positiv gestimmt, dass wir diesen Gesetz jetzt in Marsch setzen. Ich erwarte, dass wir es auch zügig beraten können in unserer nächsten Ausschussrunde und dann in den nächsten Plenarrunden, sodass wir es dieses Jahr noch ins Gesetzblatt bringen und damit den Kommunen und insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern neue Angebote machen für positive kommunale Aspekte, die aus diesem Gesetz finanziert werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Es liegen dazu keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die erste Lesung erfolgt. Und wir weisen diesen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Wirtschaftsausschuss. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen?